bin jetzt da nicht sehr optimistisch, dass das zu Koalitionsverhandlungen kommen wird. Jedenfalls führen wir die Gespräche ernsthaft. Ich habe die Erwartung, dass es einen ehrlichen Austausch gibt, dass wir ernsthaft prüfen, ob was geht und uns da auch nichts vormachen, weil das den Menschen gegenüber und dem Wahlergebnis gegenüber nicht gerechtfertigt wäre. Und wir gehen ernsthaft da rein. Wir haben uns gut vorbereitet, werden uns jetzt noch mal intensiv vorbereiten. Es wird ja auch viel davon abhängen, mit welcher Stimme spricht denn die Union. Mit einer nach vorne gerichteten ökologischen Industriepolitik oder mit einer alten, klassischen Industriepolitik? Was ist mit der Einwanderungsgesellschaft? Da käme ich mit Herrn Laschet in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich ganz gut zurecht, aber mit Herrn Friedrich vielleicht weniger. Also wir sind sehr gespannt, welche Linien heute zur Sprache kommen. Wir werden uns ansehen, wo wir Gemeinsamkeiten haben, zumindest eine gemeinsame Richtung. Wir werden uns ansehen, wo wir Unterschiede haben und ob man aufeinander zugehen kann. Und insofern mit großer Ernsthaftigkeit gehen wir da heute hin. Die größten Unterschiede sind allgemein bekannt. Da haben Sie ja auch in den letzten Tagen eine spannende Debatte erlebt. Beispiele sind Flüchtlingspolitik, Beispiele sind CO2-Grenzwerte und vieles andere mehr. Für Sie als Bayer ist eher die CSU das Problem bei den Verhandlungen? Man muss natürlich ganz klar sagen, das ist außerhalb von Bayern selten bewusst, aber wenn Sie mit der Union, was ja immer wie eine Partei wirkt, verhandeln, dann haben Sie automatisch eine Drei-Parteien-Koalition. Und es ist natürlich so, dass wenn ein bedeutendes Land wie Europa eine Regierung gebildet werden muss, dann muss die natürlich von allen drei Parteien ernst gemeint sein und stabil sein, im Idealfall für die nächsten 4 Jahre. Ich erwarte, dass wir uns freundlich begrüßen, dass wir auch uns im Ton freundlich begegnen. Das war ja in der letzten Zeit nicht immer so, wenn ich mir Äußerungen von Herrn Dobrindt anhöre. Dass wir sondieren, und sondieren ist ja nicht verhandeln, sondern sondieren heißt, man klopft einzelne inhaltliche Punkte oder Bereiche ab und schaut, ob es da Anknüpfungspunkte gibt, ob es Möglichkeiten von inhaltlichen Übereinstimmungen gibt. Und dann werden wir zu entscheiden haben, ob es eine Empfehlung geben kann für eine weitere Sondierung oder Verhandlungsrunde. Es wird gesagt, auf europäischer Ebene gibt es keine Notwendigkeit einer Änderung. Natürlich braucht es eine Änderung der Perspektive. Dublin II muss anders definiert werden. Wir brauchen Schutzgewährung anstatt Schutz vor Flüchtlingen. Und wir brauchen einen anderen Umgang mit Flüchtlingen und Asylbewerbern hier in Deutschland. Alles, was der Innenminister gesagt hat, knüpft an alte Asylmissbrauchskampagnen auf dem Rücken der Schwächsten, die Hilfe und Zuflucht brauchen und nicht eine Stimmungsmache gegen sie. Also bisher höre ich nicht außer freundlichen Worten, dass man einen europäischen Gipfel brauchen würde von Frau Glöckner, dass sich tatsächlich etwas tut. Die Tatsachen sprechen eine andere Sprache. Dankeschön.